bin hier an einem Auktionshaus, nennt sich jedenfalls so. Wahrscheinlich könnte man da Schrottplatz zu sagen. Ist etwas, Haufen altes Zeug. Das heißt ein Haufen, eigentlich nur ein ganz bisschen. Richtig viel haben die ja noch nicht mal. Ach, ich kann hier auch durch die Pfütze fahren, der Truck sieht eh aus wie Sau. Jetzt geht wieder diese Jahreszeit los, wo man sich alles dreckig und mistig macht. Das lässt sich leider nicht verhindern. So, das ist er nicht. Das wäre ein New Holland. Auch ein schönes Teil, schön alt. Ey, ich bleib hier gleich stecken. Ich habe das irgendwie im Gefühl, dass ich hier stecken bleibe. Um Gottes Willen. Fährt sich in einigen Stellen total weich. Kennt man wahrscheinlich, wenn man mal ein bisschen Offroad gefahren ist, kennt man dieses Gefühl. Und man merkt plötzlich, wie dann das Fahrwerk komplett weich wird. So. Naja, das Ding wird's. Und da ist wieder spannend und interessant. Der Kunde hat wohl 12 Fuß Breite angegeben. Da ist aber der Header dran. Mit Header zusammen wären wir bei 16,5 Fuß. Und jetzt hätte ich mal andersrum fahren sollen. Wie machen wir das jetzt? Ich fahre da nochmal rum. Wenn man den Header abnimmt, den kann man wohl abnehmen. Das ist ja logischerweise. Machen ja die Bäuerlands auch immer. Oh, Alter, ich bleib hier gleich stecken. Hilfe! Und Vollgas. Oh Gott. Die Karre wird aussehen. Ja, und ohne Header, alleine die Breite der Reifen ist über 13 Fuß. Also die... Ach du Scheiße. Okay, jetzt bleibe ich stecken. Jetzt grabe ich mich gerade ein. Anschluss. Ich hab's gewusst. Ich habe es gewusst. Ich hoffe, die haben einen guten Gabelstapler oder einen Loader oder sowas. Ich hab's gewusst. Mann! Ja, okay. Gefahren wie ein Profi, würde ich sagen. Oh Mann, ey. Rettung naht. Ja, ich komme von da. Wollte hier eigentlich umdrehen. Und das sieht eigentlich relativ gut aus hier sogar. Also hier, es hat zwar geregnet, aber das ist fest. Aber da waren ein paar weiche Stellen und dann bin ich nach gerade ausgerutscht. Und dann wäre ich nicht mehr um die Ecke hier rumgekommen, wäre ich halt hier irgendwo lang gerutscht. Und dann dachte ich mir so, nee, drehst du wieder nach rechts. Ja, und das war's dann. Naja gut, hier ist dann die weiche Stelle. Na gut, das Dunkle auf dem Sand hätte mir zu denken geben müssen. Dann habe ich doch mal irgendwann erwähnt, ich wäre so ein Outdoor-Profi. Mit meinem Frontera damals durch den Matsch und den Dreck. Na, es ist halt kein Frontera, daran liegt's. Sieht aus, als hätte ich Slicks. Aber das sind keine Slicks. Ja, hier ist richtig matschig. Ja, aber die einzelne nasse Stelle erwischt, die es hier gibt auf dem ganzen Yard offensichtlich. Hier ist nämlich super gut. Und da sieht man ja, ich bin schön in das Dunkle reingefahren, ich Depp. Dann werde ich ja da hinten auch nicht durchkommen. Dann soll er mich rückwärts rausziehen und dann fahre ich nur auf dem Helden wieder da lang zurück. Ach nee. Es gibt ein paar schöne Fotos. Clickbait-Fotos. Nee, Clickbait ist es ja nicht. Also um das nochmal zu erklären, Clickbait ist es ja nur, wenn es was zeigt, was nicht im Video zu sehen ist, wenn es irrtümlich etwas zeigt. Das wird es ja alles zu sehen sein.
Oh Mann, ey. Das ist mir ja ein bisschen peinlich, aber der hat nur gegrinst und meinte so, ja, bist nicht der Erste. Ich ganz knapp die blöde Palette verpasst. Ja. Nun ja. Ja, und dann soll man noch darauf achten, dass sein Truck sauber bleibt oder wie oder was. Ich habe gerade auch vor 2-3 Tagen beschlossen, ich werde mir ein paar Floor, wie sagt man denn, Floormats. So ein paar so eine Plastikeinlagen hier für den Fußboden besorgen, weil das hier alleine ist von da, wo ich gerade abgeladen habe, den Combine. Und wenn man hier den RGN abmacht, muss man ja so 7-8 Mal rein und rausspringen. Da mache ich hier nicht immer, also da ziehe ich hier nicht die Schuhe aus. Gibt Leute, die machen das von mir aus. Ich mach's nicht. Ich mache das halt sauber, wenn ich mit allem fertig bin. Oh, hier brauche ich wohl mal. Hey, brauche ich wohl mal einen neuen Türgummi. Das ist ja blöd. Hier mal schön mit dem Fuß rüber geschrammt wahrscheinlich. Das ist ja doof. Türgummi ist bestimmt teuer. Und der ist auf einmal rundherum ein kompletter. Na gut. Ja, wie gesagt, wenn ich fertig bin mit allem, dann hole ich das. Dein Scheiß ernst, ey. Tja, sind halt alles Gebrauchsgegenstände bei mir und ich bin auch noch ein Depp und ein Trollo. Ja, ich hole mir so eine Plastikmatten oder so. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, keine Ahnung. Kostet ein bisschen Geld, sind aber richtig gute. Und die kann man dann immer schön nass sauber machen. Und das Problem an dem Ding hier ist halt, das ist ja hier nur so eine billige Gummimatte. Darunter ist Teppich. Und klar kann man das jetzt rausnehmen und sauber machen. Dann muss man das hier aussaugen, kann man alles machen. Das war ganz schön umständlich. Und ich habe mir hier so eine Art Teppich geholt, wenn das hier sauber ist normalerweise. Und ich dann ohne Schuhe fahre, die stelle ich dann beiseite. Das ist alles sauber. Dann klappe ich hier diesen Teppich um und habe den Teppich hier zum Fahren. Aber ja, Leute, so sieht es aus, wenn man hier arbeitet. Ne? Das ist, mein E-Lok steht noch im Fahrmodus. Na toll. Vielleicht sollte ich einfach nach Hause gehen. Heute ist nicht mein Tag. So, versuchen wir es mal rückwärts. Jawoll, there we go. Ich habe das Lenkrad komplett eingeschlagen, ich rutsche nur noch gerade. Ist ja der Hammer. Sehr schön. So, das kann nicht lenken hier, ist ja der Hammer. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Und jetzt lenkt er wieder gar nicht. Jo, die Spuren, nicht schlecht. Much better. Yeah, come. Weiter. Yeah. Hey, das sieht aus. Halleluja. So, kurz davor, dieses Ding da zu treffen. Er will jetzt nochmal mit seinem Loader ein bisschen anders sich positionieren, den Trailer weiter nach da ziehen. Aber ich kann hier nicht lenken. Hier passiert einfach gar nichts. Komm, ziehen rüber. Jawoll. Geil. Hat mal Spaß. Bin hier mehr oder weniger völlig dem ausgeliefert, was der da macht mit seiner Kiste. Oh, jetzt kommen wir der Sache näher. Jetzt kriegen wir es langsam hin.
Alter, was ich hier für ein Chaos hinterlasse. Dafür müsste ich das Ding jetzt eigentlich umsonst fahren. Darf ich gar kein Geld verlangen für. Das ist ja schrecklich. Oh, gut gerissen. Super. So, jetzt ist das kleine Problem, eigentlich kein großes, wirklich nur ein kleines Problem, dass die Reifen genau hier sind, von da nach da. Das heißt also, die treffen überhaupt nicht auf die Rampe und würden mir halt sofort die Outrigger Boards kaputt machen. Jetzt holt er Holz für beide Seiten. Das war wenigstens, ach, das wird so ganz schön, die stehen noch vielleicht gerade mal nicht mal mit der Hälfte der Reifen auf den Outrigger Boards. Und wenn die nur diese 10, 11 Inch von dem Outrigger-Board überstehen. Ah, warte mal, ich messe das nochmal nach, das macht keinen Sinn. So, 4,17 Meter ist die Breite, 4,63 Meter ist die Höhe. So sieht das aus. Und ich warte auf ein Permit. Mal wieder eine dieser Ladungen, wo vorher nicht so ganz klar war, wie breit oder wie hoch das Ding ist. Der Kunde hat wohl einen Transport für 12 Fuß Breite bestellt. Das sind aber 13 Fuß 9 Inch, glaube ich. Also deutlich breiter, als der Kunde bestellt hat. Ich habe jede Menge Fliegen im Truck, weil ich die Fenster offen gelassen habe beim Laden. Macht man auch nicht. Also ein paar von den Fliegen sind draußen, ein paar sind drinnen. Und die Höhe ist auch deutlich höher als gedacht. Über 15 Fuß 3 Inch hoch. Dürfte das höchste sein, was ich bis jetzt gefahren bin. Und deswegen habe ich erst ein Permit bekommen für normale Höhe, aber breiter. Und dann habe ich nachgemessen. Und jetzt kriege ich ein neues Permit. Und das dauert. Ich hoffe, ich brauche keinen Pilot Car mit einem Heizstick dran oder so irgendwie, der einen Höhen misst, aber ich glaube bei 4,63 Höhe geht das vielleicht noch. Sind noch nicht allzu viele Brücken auf dem Weg. Die meisten sind höher. Bei Portage ist eine Brücke, die ist knapp 5 Meter hoch, also das müsste so reichen. Aber ja, ich stehe jetzt hier und warte auf die blöde Permit und die Zeit läuft mir davon. Ich habe noch ungefähr 50 Minuten, dann muss ich spätestens losfahren, ansonsten schaffe ich es nicht mehr bis zum Truckstop und dann kriege ich keine Dusche heute. Ich bin super dreckig, total verschwitzt. Und hier kann ich nirgendwo duschen. Von daher weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das mache. Wahrscheinlich wieder stinkend ins Bett gehen. Und jetzt ist gerade das Video rausgekommen, wo ich den Fehlercode lösche. Da haben ein paar Leute geschrieben, Mann, bei dir am Truck sieht es ja aus, so würde es bei mir nicht aussehen. In dem Video sah er noch gut aus. Ja. Naja, mir läuft die Zeit davon. Da ist das Auktionshaus. Hier ist so eine komische Tankstelle, eine sogenannte Cardlock. Ohne Bedienung. Das Haus ist abgeschlossen ab um 5. Da ist Feierabend. Hier werde ich die Nacht verbringen. Denn das Permit ist nicht gekommen. Und die Permit-Leute sind alle zu Hause. In meiner Firma, die Dispatcher sind alle zu Hause. Und ich sitze hier so rum. Ich habe gerade abgekoppelt, abgesattelt. Ich werde jetzt mal Bobtail zum Truckstop rüberfahren. Weil mit der Ladung darf ich nicht ohne Permit. Und mit der Breite und der Höhe schon mal gar nicht. Bin echt ein bisschen fertig gerade. Ja, morgen früh um 8 fängt das Permit Office wieder an. Ich schätze mal vor 8:30, 9 werde ich keine Permit bekommen. Dann ist die Sache mit der Höhe, dass ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob da irgendwie die Polizei involviert sein muss. Ich habe was gefunden im Internet, da steht ja. Mein Dispatcher meint nein.
gucken, was das Permit Office sagt. Auf jeden Fall stehe ich dann jetzt hier heute Nacht rum. Es ist schön ruhig. Ich habe keine eidelnden Riefer neben mir. Das ist ganz okay. Aber ich würde lieber an einem Truckstop stehen, wo man richtig essen kann und wo man eine Dusche hat und so. Und das gibt es hier leider nicht in Brandon. Nächster Truckstop mit einer Dusche ist 200 Kilometer weiter östlich. Das Leben eines Truckers. So, ich habe gerade beschlossen, ich fahre jetzt zu einem Truckwash. Alle Bays besetzt. Auch nicht schlecht. So, dann geht man da erstmal ins Office und sagt Hallo. Hallo, ich habe einen dreckigen Truck. Ach nein. Dann schauen wir mal. So, irgendwie haben die einen Vertrag hier mit so einem Livestock, mit so einer Livestock-Spedition, also Tiertransport-Spedition. Die bringen hier gerade einen Trailer nach dem anderen und er sagt, die muss er jetzt alle machen. Die haben sich alle vorher angemeldet. Ich muss jetzt bis zu 2,5 Stunden warten. Naja, mache ich das halt. Kann ich ein bisschen Fernsehen gucken, was essen, hab ja alles, was ich brauche. Und dann irgendwann habe ich einen sauberen Truck. Ja, der hat nämlich halt doch schon ganz gut gelitten. Irgendwas ist hier, das ist vom Tanken wahrscheinlich irgendwie, muss es mal super krass viel gespritzt haben. Das kann man gar nicht so richtig sehen in der Kamera. Ganz schlimm aus. Naja, und hier hinten, ja. Ich könnte auch einen Self-Wash machen. Aber dann kann ich auch in der Firma waschen morgen. Das ist jetzt einfach mal fällig. Übrigens hat in den Kommentaren letztens einer geschrieben, Trailer aufsatteln über den Rahmen ist ja wohl überhaupt nicht drin und geht ja gar nicht. Diese Rampen sind extra aufgebaut und angeschweißt. Die sind hier mit dem Rahmen verbunden. Hier angeschraubt, verschweißt, überall. Die sind extra dafür da, dass man so ein RGN mit den Rollen vorne dran auf die Sattelplatte raufziehen kann. Jawohl. Das wird sich doch lohnen heute. Wahrscheinlich muss ich noch extra bezahlen. Ist mir dann irgendwie auch egal heute. Heute ist mir alles egal. So, knapp 2 Stunden Wartezeit. Aber ich habe ja Zeit. Und hier wird noch mit Hand gewaschen. Einer alleine, einmal rundrum. Ganz schön versnobbt, oder? Dass ich das machen lasse, anstatt das selber zu machen. Ich habe heute einfach keine Lust dazu. So, und jetzt nochmal am Hellen. Ich war mittlerweile schon tanken. Meinem Timmy hat mir Kaffee geholt. Und habe meine Permits, die kamen heute Morgen um 8 und jetzt kann es losgehen. Die Strecke ist super einfach, von daher mache ich mir nicht allzu viele Sorgen. Im Prinzip von Brandon Richtung Osten, Richtung Winnipeg, dann auf den Perimeter in Winnipeg und dann nach Norden Richtung Gimli. Ah, ist nichts dabei. Es wird aber Zeit, dass es hier losgeht. Schon ganz hibbelig. Auch trotz der ganzen Probleme, die Ladung jetzt so mit sich gebracht hat, beziehungsweise dass die Permit-Situation, ist es eine ziemlich gut bezahlte Ladung. Naja, wenn ich heute um 3 da abliefere, dann war das ein 24-Stunden-Job. Hätte man auch in 6 Stunden erledigen können, aber gut. Und ein 24-Stunden-Job mit der Bezahlung, wenn ich das immer so hätte, dann könnte ich mich bald zur Ruhe setzen. Ach, wäre das schön. So, los geht's. Auf nach Osten. Den frisch gewaschenen Truck. Gleich geschafft. Stunde noch, dann sind wir beim Kunden.
Hier ist wieder eine etwas engere Stelle. Aber geht, alles gut. Ja, passt. Ja, ich hatte eine spannende Brücke. Wenn man in Winnipeg auf den Außenring fährt, den Perimeter, da gibt es so Listen in den Permits teilweise oder auch im Internet, wie hoch jeweils die Brücken sind. Und da, wo ich dort da durchfahren musste, ein sogenannter Underpass, um auf den Perimeter zu kommen, ist laut Liste 4,74 Meter. Und mit einer Höhe von 4,63 Meter hat man da 11 cm Platz. Und ich habe den Spiegel nach oben gedreht und ich habe es gesehen, da waren 11 cm Platz. Das war so knapp. Da muss man dann den Atem anhalten, den Kopf ein bisschen einziehen und dann passt das auch. Ja, und dann gab es so ein paar Baustellen, zwei Baustellen, die so ein bisschen engere Spurführung hatten, aber das ist alles nichts, was mich groß schockt. Das geht schon irgendwie. Wie gesagt, knapp 100 Kilometer noch nördlich von Gimli. Ich hatte schon Kontakt gestern Abend mit dem Kunden. Ja, freut sich drauf. Ist eine große Farm, genug Platz. Und dann bin ich fertig für diese Woche und dann kann ich auch nach Hause. Hier auf der Straße da vorne ist die Farm. Ich habe jetzt dreimal mit der Firma telefoniert, denn ich sollte unbedingt vor Lieferung bestätigen lassen, dass die Ladung bezahlt ist. Ich habe dreimal mit der Firma telefoniert und es hieß immer, ja, fahr mal ruhig dahin, das klappt schon, das klappt schon. Jetzt habe ich gerade noch mal angerufen, nee, ist noch nicht bezahlt. Ja, du kannst hier aber nicht irgendwo stehen bleiben oder irgendwo warten. Ich muss jetzt zu der Farm fahren und ein bisschen Smalltalk halten mit ihm, bevor ich anfange abzuladen. Approaching destination in 1 km. Ja. Das ist ja blöd. Das hatte ich auch noch nicht. Mein Dispatch sagt, er kümmert sich drum und fragt nochmal nach und hin und her. Und angeblich hat da jemand bezahlt und es ist mit so ein E-Transfer heißt das, also hier so quasi Überweisung. Von E-Mail zu E-Mail läuft das hier. Das ist wohl bezahlt oder angewiesen, aber es ist noch nicht bei der Firma angekommen. Kann sich halt nicht nur noch um Minuten handeln, sage ich mal. Aber ja, ich werde jetzt zu dem Kunden fahren und kann nicht abladen. Ist auch schön. Tuiuiui. Und auch richtig schön eng. So, mögen wir das doch, ne? Richtig schöne Farm. Auf den Gerätschaften stehen überall rum. Das Ding ist ja wohl mal der allerschärfste, krasse
was auch immer. Was bitte ist das? Ja. So. Das Windrad quietscht. Scheint viel Schnee zu geben hier oben. So, dann wollen wir mal. Oh mein Leute. 2,5 Stunden. Weil es Probleme mit der Zahlung gab, wie ich ja bereits angedeutet hatte. Und wir haben jetzt weit über eine Stunde auf die Zahlung gewartet. Aber sie ging durch. Und jetzt kann ich abhauen. Hier steht noch so ein Teil. Diese komischen alten Dinger, Kettenfahrzeuge. Muss hier mal kurz rangieren. Hier kommt ja nicht allzu viel Verkehr. Das ist gut. Wie gesagt, wir haben dann auf die Zahlung gewartet. Eine E-Transfer-Zahlung geht normalerweise super schnell. Man schreibt von einer E-Mail aus zu einer anderen E-Mail über die Bank quasi einfach die Summe gut. Und dann kriegt die andere E-Mail das, muss das bestätigen und hat die Summe auf dem Konto. E-Transfer. Aber irgendwie, also zweimal hat er die falsche E-Mail-Adresse genutzt, weil er einen Schreibfehler drin hatte. Einmal dabei Transport hat er, glaube ich, das P und das O verwechselt. Und beim zweiten Mal hat er das A bei Transport weggelassen. Beim dritten Mal hat es dann geklappt, aber dann hat es so lange gedauert. Ja. Haben wir uns aber schön unterhalten. Wir haben uns richtig gut unterhalten die ganze Zeit. Ja. Und natürlich kam die Frage, wo kommt dein Akzent her? Ah, Deutschland. Und dann ging es los. Seine Frau kommt aus Island und hin und her. Und über ja, Gott und die Welt geredet sozusagen und haben uns jetzt fast eine Stunde lang einfach gut unterhalten so. Der Farmer, der alte Mann und wahrscheinlich sein Sohn und ich. Dann haben wir uns auf die Terrasse gesetzt, haben dann auch schön gequatscht. Ich habe ein bisschen mit den Hunden gespielt und die Katze gestreichelt und ich habe, die machen kommerziell Fischerei hier im, was ist denn das, Lake Winnipeg wahrscheinlich. Und haben uns da ein bisschen drüber unterhalten. Dieses gelbe Teil, was ich euch gerade gezeigt habe, mit den Ketten dran, das ist, um auf die zugefrorenen Seen zu fahren. Damit fahren die über den See und sammeln den Fisch ein, den sie irgendwo wahrscheinlich gefangen haben. Und ja, meine kommerzielle Fischerei, auch im Winter. Und mit dem Dinger ist er letztes Jahr im Eis eingebrochen und er sagte, er ist irgendwie mit seinen, da vorne sind ja so Kufen dran, also Skikufen. Und da ist er in eine Eisspalte gerutscht und hat sich quasi komplett, also hat gebremst wie verrückt. Nee, andersrum. Das Ding hat blockiert halt. Oder hat seinen Vortrieb gestört, sagen wir es so. Und er ist halt quasi so, bam, so stehen geblieben. Er ist gegen das Lenkrad geknallt. Hat sich richtig wehgetan dabei. Die eine Kufe ist unten durchs Bodenblech geknallt, hat ihn irgendwie am Fuß verletzt und zu guter Letzt ist das Eis gebrochen und das Ding ist untergegangen und er ist so schnell wie noch nie aus der Tür rausgesprungen. Und er sagt, was man so im Fernsehen sieht hier mit Eisrohrtracker, das ist alles Quatsch. Das ist das wahre Leben. Ja, und dann habe ich dann gesagt, oh, und schwer verletzt und unterkühlt und wie war's und Rettung und so. Ich sage, nö, er ist dann nach Hause gelaufen. Ist unter die Dusche gesprungen, hat sich das zweite Fahrzeug genommen, die haben da zwei davon und ist wieder auf den See gefahren und hat die weiteren Fische eingesammelt. Okay. Ich habe noch eine Empfehlung, zwei Empfehlungen habe ich noch. Halt, stopp, hier ist alles so, wie es ist.
Nummer 1, ein YouTube-Kanal. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, YouTube-Kanäle zu empfehlen. Aber bei dem habe ich ein gutes Gefühl. Den kann man sich wirklich angucken, wenn man meinen Content von meinem Kanal mag und das gerne guckt, sowas. Hier so Oversize und Heavy Haul und Blau und Sülz. LKWs in den USA. Das ist ein Amerikaner. Und der Kanal heißt Trucker 2 Chains. Und der fährt für Valet Transport in den USA. Und der fährt die richtig heftigen Sachen, die richtig schweren Sachen. Der fährt 11 Achsen, Oversize, alles Mögliche. Der hat richtig schöne Videos. Der macht nicht allzu viele Videos. Da hat man auch genug Chancen, sich mal ein paar ältere Sachen anzugucken. Er ist früher bei Swift gefahren und ist dann zum Valet Transport gewechselt. Hat dann mit relativ normalen Ladungen angefangen, Oversize und sowas. Und jetzt ist er schon richtig gut dabei. Und der hat auch ein richtig geiles Video. So bin ich auf den aufmerksam geworden, wie er mit einer Oversize-Ladung nachts durch New York City fährt mit Pilot Car und mit allem drum und dran. Der wird die George Washington Brücke, wird nachts immer gesperrt, dass dann Oversize, die sich vorher alle sammeln müssen, dann darüber fahren können und so. Und das ist ein mega gutes Video, super spannend. Also ich finde es spannend. Trucker 2 Chains. Schon wieder eine Fliege im Truck, das kann doch alles nicht. Und tschüss. Also heute habe ich richtig mit Fliegen zu kämpfen. So, ja, wie gesagt, Trucker 2 Chains, der hat da 3800 Abonnenten oder so. Gebt dem mal ein Abo und lasst mal ein Like da, ne? Freut er sich bestimmt drüber. So, und Nummer zwei, meine zweite Empfehlung ist ein Podcast. Und zwar höre ich ja immer super gerne Podcasts. Bin mir schon tausendfach erzählt. Ich habe auf meiner Website habe ich ja auch irgendwo in den FAQs steht, was ich so an Podcasts höre, müsste ich jetzt mal aktualisieren, denn dieser ist noch nicht dabei, habe ich erst vor kurzem entdeckt und finde ich mega gut, wenn man denn Trash-TV gerne guckt. Und das ist so eine kleine, wie sagt man so schön heutzutage im Neudeutsch, Guilty Pleasure. Ich gucke gerne mit meiner Frau zusammen, wir gucken ganz gerne so Trash-TV-Sachen, sowas wie Big Brother und so weiter. Enthaltet euch eurer Meinung dazu. Ich gucke es halt gerne. Und dazu gibt es einen schönen Podcast und der nennt sich Piepsein. Warum der so heißt, können die euch dann selber erklären. Ein Mit-30er-Pärchen, wie sie immer so schön sagen, Johannes und Sonja, die alles Mögliche zu irgendwelchen Sendungen in Podcast-Form bringen. Und ich finde, die haben so angenehme Stimmen. Das macht so einen Spaß, denen zuzuhören. Ich ziehe da gerade eine Folge nach der anderen durch. Also wenn ihr auf Podcasts abgeht oder so, oder wenn ihr Trash-TV und Podcast mögt, ist Piepsein auf jeden Fall ein Podcast, den man sich mal antun müsste. Das zu meinen Empfehlungen. Ja. So, jetzt fahre ich nach Hause. Ein bis zwei Tage frei. Weiß noch nicht, wie lange. Jetzt erstmal auch dringend eine Dusche und wir sehen uns beim nächsten Video, wann auch immer das sein wird, welche Ladung es auch immer sein wird. Denn denkt dran, Trucking ist ein Adventure. Ist einfach so. Nein, ich mach den Indiana Jack nicht nach. Er hat halt recht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken und tschüss.